Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Gestern habe ich mit Heinz aufgehört, weil wir nicht genügend Zeit mehr hatten. Und er hatte uns eine tolle Geschichte erzählt von einer russischen Kugelstoßerin. Leider ist Heinz im Moment nicht erreichbar, sodass wir das Gespräch jetzt nicht weiterführen können. Wir versuchen im Laufe der Sendung noch weiter ihn zu erwischen. Und ich würde mich freuen, wenn es klappen würde. Deshalb fangen wir jetzt nicht mit Heinz an, wie gestern versprochen, sondern mit Diana. Und Diana ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Diana. Um was geht's? Ja. Ich hatte ein kleines Problem. Ich bin in der 6. Woche schwanger, aber mein Freund weiß nichts davon. Also, warum weil nicht? Weil ich heimlich also meine Pille abgesetzt habe. Weil du unbedingt schwanger werden wolltest? Genau. Und er nicht so begeistert ist davon, meinst du, oder wie? Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, über Kinder und so. Also er hat mir jedes Mal gesagt, das wäre viel zu früh und also... Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind Oktober, also ein Jahr zusammen. Ein Jahr. Naja, ist ja auch noch nicht so lang, ne? Nee, kann nicht dein Freund... Aber ich kenne ihn schon länger, also schon seit 2 Jahren ungefähr. Ah ja. Jetzt hast du heimlich die Pille abgesetzt. Genau. Hast du dir das genau überlegt oder war das so eine intuitive Geschichte irgendwie? Ja, ich hatte ja vor ihm also auch eine Beziehung und wollte ich auch also mit meinem Ex-Partner also auch ein Kind haben, aber also es ging nicht, also ich hatte zu viele männliche Hormone und danach habe ich also jetzt mit meinem jetzigen Freund, also deswegen habe ich die Pille auch abgesetzt. Ja, meine Frage ist, ob du das genauso genau überlegt hast, als du sie abgesetzt hast. Hast du gedacht, ich muss das jetzt so machen, damit ich ihn vor vollendete Tatsachen setze, oder ist es einfach so über dich gekommen und du hast es getan? Ja, ich hatte einen extremen Kinderwunsch und deswegen habe ich das gemacht. Was meinst du denn, wie dein Freund reagiert, wenn er das jetzt erfährt? Ja, das weiß ich ja nicht ganz genau. Und er wird es ja nun über kurz oder lang erfahren. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das generell, muss ich sagen, wäre ich sehr sauer, wenn ich dein Freund wäre. Ja, das verstehe ich jetzt auch. Definitiv, ne? Also zu einer Liebe gehört Vertrauen und dass man gerade so eine elementare Entscheidung gemeinsam bespricht. Und das kann die Frau nicht allein entscheiden in einer Beziehung. Ja, das stimmt. Hältst du es für möglich, dass er so wütend ist, dass es vielleicht sogar zur Trennung kommt? Ja, das weiß ich ja nicht ganz genau. Nee, das ist mir klar, das ist mir klar, dass du es nicht weißt, aber du kennst ihn ja, du kannst ihn ja einschätzen. Ja, irgendwie denke ich, also ich weiß, dass er mich liebt, das auf jeden Fall. Aber ich weiß ja auch ganz genau, wie der reagieren wird, wenn ich ihm das sage. Weißt du nicht? Deswegen weiß ich nicht, wie ich ihm das sagen soll. Also. Ja. Du weißt nicht, wie er reagieren wird und du weißt nicht, wie du es ihm sagen sollst. Genau. Aber da gibt es gar nicht viel zu überlegen, wie man ihm das sagt. Nämlich, man sagt es ihm ganz einfach. Die Wahrheit, ne? Die Wahrheit, so wie du es mir jetzt auch gesagt hast. Weil dir bleibt ja überhaupt gar nichts anderes übrig. Überhaupt nichts. Ist klar. Ich gehe nicht davon aus, dass du abtreiben willst. Nee, das nicht. Eben. Nee. Man kann nur hoffen, dass er dir das verzeiht und aufgrund dessen, dass es eine intakte Liebesbeziehung ist, er sich dann letztendlich auch freut. Aber es ist natürlich ein großer Vertrauensbruch, ne, wenn eine Frau sowas macht. Ja, ist mir schon klar. Also und du bist erst 21, wenn du sagst, ich habe einen extremen Kinderwunsch. Wenn du jetzt, weiß ich, jetzt 36 wärst oder so, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen anders, eher zu verstehen. Aber in dem Fall ist es schon alles ein bisschen, finde ich, übertrieben. Aber nun gut, nur ist es passiert. Was nutzt es jetzt, Vorwürfe zu machen? Jetzt musst du sehen, dass du das Beste raus machst und vor allen Dingen, dass du die Beziehung rettest, indem du sehr schnell, ganz schnell, morgen mit ihm redest. Okay, werde ich machen. Wie lange weißt du das jetzt, dass du schwanger bist? Ich habe das also in der 2. Woche schon
erfahren. Ah, das schiebst du jetzt so viele Wochen vor dir her. Ja. Siehst ihn wahrscheinlich jeden Tag oder so? Ja, zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche und telefoniert oft und... ja, fast jeden Tag. Und du denkst immer an dieses Thema und ihr redet über alles Mögliche, über belanglose Sachen. Und jeder Tag, der vergeht, macht dir wahrscheinlich ein größeres, schlechtes Gewissen. Ne? Und der Druck wird immer größer. Ja, das stimmt. Ja. Ach, Diana, das muss ganz schnell anders werden. Du musst wirklich ganz, ganz, ganz flott mit ihm reden. Das werde ich machen. Morgen, übermorgen musst du reden, okay? Okay. Und dann drücke ich die Daumen, dass wieder eingerenkt wird, dass die Enttäuschung vielleicht, der Vertrauensbruch für ihn auch irgendwie reparabel ist. Okay. Okay. Ich werde sofort morgen mit Ihnen reden. Das finde ich sehr gut. Ich wünsche alles Gute dafür. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich ja am Montag einen Anrufer, der erzählte von einer etwas mystischen Erscheinung, dass nämlich so ein helles Licht über seinem Bett erschienen ist. Und wir alle dachten natürlich im ersten Moment, der Junge hat vielleicht ein bisschen zu viel getrunken oder geraucht. Aber dann berichtete er, dass seine Freundin, die neben ihm lag, ganz nüchtern war, auch diese Lichterscheinung gesehen hat. Und nun gut, wir waren alle ratlos. Und Chris hat uns einen Fax geschickt, der schreibt, viele Grüße von Christian aus Berlin. Bei der Erscheinung des ersten Anrufers am Montag kann es sich eigentlich nur um einen Kugelblitz handeln. Sehr gefährlich, schreibt Christian. Ja, könnte sein, ne? Ein Kugelblitz. Weil der Anrufer ja auch noch erzählt hat, das war während eines Erdbebens. Ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt zwischen Erdbeben und Kugelblitze. Aber wäre eine Erklärung. Rainer, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Rainer. Hallo Jürgen. Hallo Rainer. Um was geht's? Guten Morgen. Ja, also bei mir ist die letzten 2 Jahre mein Lebenswillen halt ziemlich weit in den Keller runtergerutscht. Mhm. Also es häufen sich also sehr oft Selbstmordgedanken. Warum? Ich laufe eigentlich seit 12 Jahren mit Rückenproblemen rum, mal stärker, mal schwächer. Mhm. Musste vor 2,5 Jahren operiert werden, mhm, weil die Gefahr bestand, dass der Rückenwirbel das Rückenmark durchtrennt und die Querschnittslähmung im Raum stand. Mhm. War eine relativ schwierige Operation. Die Wirbelsäule wurde versteift, mit Titangerüst ummantelt, mhm, und seitdem sind die Schmerzen eigentlich stärker wie vorher. Mhm. Operateure sagen also, denen ihr Ziel war es, den Rückenwirbel da rauszuziehen und ja, die Querschnittslähmung mehr oder weniger zu verhindern. Mhm. Und denen fällt auch nichts anderes mehr ein, wie mir Tabletten zu geben, in dem Fall Morphium. Mhm. Ja, also die Anzahl an Tabletten, die ich nehmen soll, nehme ich nicht, weil ich also bei 2 Tabletten ab 20 Milligramm schon diese Entzugserscheinungen spüre, wenn ich sie nicht nehme. Ja. Und kannst du dich bewegen? Kannst du dich normal bewegen? Also wenn es nach den Ärzten geht, also kaum bewegen. Mhm. Nur ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und ziehe die praktisch mit in diese Situation mit rein. Mhm. Die Kinder leiden, meine Frau leidet da also sehr drunter. Mhm. Und ja gut, dann sieht man irgendwann, denkt man sich, warum sollst du noch mit den Schmerzen rumlaufen? Du schluckst Drogen, ich bin also Nichtraucher, trinke keinen Alkohol und nichts, also habe ich noch nie gemacht. Mhm. Und jetzt stopfe ich mir praktisch jeden Tag Morphium in den Hals, mhm, rein. Um es zu ertragen. Um es halbwegs zu ertragen. Also wie gesagt, ich nehme nicht die Menge, die mir vom Arzt verordnet, mhm, wurde. Dadurch sind die Schmerzen halt da, weil ich merke halt selber, selbst bei 20 Milligramm je Tablette, mhm, sind also ziemlich starke Entzugserscheinungen da. Ah ja, ah ja. Und du hast letztendlich auch trotz der Tabletten und trotz der starken Medikamente permanent Schmerzen. Ja, ich müsste also normal ist es im Moment, beim letzten Arztbesuch, ich sollte 3 Tabletten pro Tag nehmen. Mhm. Wenn die Schmerzen nicht besser werden, auch 4. Ich habe am Anfang dann 3 genommen, mhm, merkte gut, 3, 4, 5 Stunden maximal bleiben die Schmerzen weg. Also auf 4 umstellen, das habe ich dann sein lassen, weil irgendwo gewöhnt sich der Körper anscheinend an dieses Morphium. Mhm. Und das ist dann in meinen Augen nachher eine endlose Kette, dass man sich nachher da 6, 7 Stück einwirft oder, ja, mehr stärkere Dosen. Ja. Und hast du auch Schmerzen, wenn du liegst, wenn du ganz still, flach, ja, ruhst? Also ich kann mich also nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal durchgeschlafen habe. Also auch im Liegen Schmerzen? Auch im Liegen, mhm, gehen. Gut, manchmal hat man einen Tag, wo man fast ohne Schmerzen auskommt. Mhm. Aber dann hast du wieder Tage, da bist du praktisch von 0 bis 24 mhm Uhr durchgehend Schmerzen, die also so stark sind. Aber nun hast du schon so eine schwere Operation hinter dir. Ja. Was sagen denn die Ärzte, die Chirurgen, die Operateure über deine Perspektive? Wie geht es weiter? Wie ist der Krankheitsverlauf? Kann man eventuell nochmal neu operieren? Was soll getan werden?
Ja, beim letzten Besuch hieß es, beziehungsweise am Anfang hieß es, nach einem halben Jahr sind die Schmerzen weg. Am Anfang ist das normal. Mhm. Beim letzten Besuch hieß es ja, nach 2 Jahren sind die Schmerzen auch noch normal. Mhm. Ansonsten, wenn nicht besser werden, müsste das Gerüst wieder rausgenommen werden, was auch eine schwere Operation ist. Mhm. Aber dadurch, dass meine Wirbelsäule jetzt praktisch die unteren 4 Rückenwirbel steif sind, die wurden verknöchert. Da ist also keine Bandscheibe drin, sondern es ist ein steifes Gerüst. Mhm. Dann heißt es auch, wenn dieses Gestell raus ist, eine unglückliche Bewegung, dann bricht die Wirbelsäule in dem Bereich. Mhm. Und dann geht ein anderer Kreislauf wieder los. Mhm. Die finden da also keine großartigen Mittel. Und wenn man dann irgendwo im Fernsehen was hört, da ist eine Heilungschance, was zu machen, dann überlegt man sich, könntest du da hin, dann ruft man da an oder geht ins Internet, spricht mit denen, schreibt denen. Dann heißt es ja, die Behandlungsmethoden, die haben Erfolg in 70-75% der Fälle, aber die Kosten werden nicht von den Kassen übernommen. Naja, gut, dann kommt das Problem. Und dann kommt die Situation. Habe ich das richtig verstanden, dass es chirurgisch eigentlich das Optimale ist, was man machen kann? Ja, nur halt, die Muskeln, die laufen ja normalerweise direkt an der Wirbelsäule lang. Mhm. Und das ist bei mir nicht mehr der Fall. Mhm. Die laufen praktisch über dieses Gestell, reiben an dem Gestell vorbei, dadurch werden die Nervenenden wieder gereizt. Ja. Und nun gibt es ja, vermutlich hast du das auch schon recherchiert, aber vielleicht auch nicht. Wenn man so in einer solchen Krankheit drin hängt, hat man manchmal keine Lust, sich mit allen Dingen zu beschäftigen, allen möglichen Dingen. Es gibt ja in Deutschland mehrere sehr anerkannte Schmerzzentren, Schmerzambulanzen oder Schmerztherapiezentren. Hast du dich da schon mal irgendwie kundig gemacht mit Fachleuten? Ja gut, ich habe einen sehr guten Hausarzt, der sich da also auch rum erkundigt hat, von wegen, da gibt es Sachen, dass man hinten Elektroden an die Wirbelsäule implantiert bekommt, einen kleinen Computer unter die Bauchdecke. Aber das sind Sachen, wo die Krankenkassen noch sagen, das ist praktisch mehr oder weniger revolutionär. Mhm. Da gibt es noch keine Statistiken und die Kosten müssen selber übernommen werden. Mhm. Weil letztens war bei euren Kollegen vom Morgenmagazin ein Bericht über dieses Mikrotherapieinstitut in Bochum von dem Grönemeyer, und die haben gesagt, mit denen war ich in Kontakt, die sagen, bei denen wären sehr gute Heilungschancen. Es besteht die Möglichkeit, die Schmerzen eventuell wegzukriegen. Sagen die Kassen natürlich, nein, Kosten übernehmen wir nicht. Mhm. Und da ich jetzt also, ich bin seit September 99 krankgeschrieben. Ja, da steht man natürlich, als Normalpatient steht man da. Ja. Man kann diese irren Kosten, die dann entstehen, die sind ja wahrscheinlich immens hoch, kann man natürlich nicht übernehmen. Das ist mir schon klar. Es ist also eine richtige Zwickmühle. Zwickmühle. Ja. Und dann fängst du an, hat die ganze Sache überhaupt noch einen Sinn? Mhm. Du siehst, wie die Kinder darunter leiden, die schulischen Leistungen von denen. Mhm. Dass sie versuchen, einen alles klar zu machen. Nervenkostüm, was früher stark war, ist dermaßen im Bach runter. Also wenn die Kinder und die Frau sich mitkriegen, hier im Bett liege und heule und wirklich denke, was soll der ganze Kram noch? Ja. Dann machen Unfall irgendwas, dass die Lebensversicherung zahlen muss, dann haben die wenigstens keine finanziellen Sorgen mehr. Das ist ein Aspekt, die finanziellen Sorgen. Aber denkst du darüber nach, was du deiner Familie antun würdest? Und welche Traurigkeit du auslösen würdest, wenn du nicht mehr da wärst? Ich sehe aber auch andererseits, was ich ihnen antue, durch mein Vorhandensein, weil eine Aggressivität da ist, die bei mir also nie da war. Glaube ich. Dass ich den Kindern wehtue, meiner Frau wehtue. Glaube ich, Rainer. Aber dennoch, ist das, worüber du jetzt nachdenkst, was verständlich ist, wenn man in so einer Krankheitsspirale gefangen ist, dennoch ist das, was du denkst, nämlich sich das Leben zu nehmen, ich glaube, dass das die schlechteste aller Lösungen ist. Ich weiß es, ich habe gut reden von außen und als Nicht-Schmerzpatient. Dennoch glaube ich, dass da immer eine große Verantwortung ist, wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder hat. Du leidest jetzt 2 Jahre nach der Operation daran. Du vielleicht doch nicht aufgeben solltest, doch immer weiter zu suchen und zu recherchieren und auszukundschaften. Ja, gut, vielleicht triffst du auf einen Arzt, der auch so interessiert ist, der sagt, okay, ich drehe das irgendwie so hin, dass sie das nicht bezahlen müssen. Das ist gerade in der heutigen Zeit, ist aber schwer, so einen Arzt zu finden, da ist die Problematik. Ich weiß. Aber letztendlich müsste doch so eine Lebensenergie auch immer von deinen Kindern oder von deiner Frau, von eurer Liebe zu dir rüberströmen. Ja gut, aber wenn du dann siehst, wie die Kinder und die Frau mitunter darunter leidet. Was meinst du, wie die leiden, wenn die an deinem Grab stehen? Ist da die Sache, dass du halt nur, dass eine kurzfristige Sache ist, die sich über ein Jahr eventuell hinzieht. Aber je nachdem, was jetzt mit mir noch weiter passiert mit dem Rücken, mit den Schmerzen. Mhm. Gut, manchmal sind Phasen, da fühle ich mich wohl, trotz der Schmerzen. Da sage ich mir, jetzt fährst du dahin,
fährst dahin. Mhm. Dann kriegst du aber immer wieder diese Abfuhr. Nee, da machen wir nichts dran. Mhm. Nee, da müssen die Operateure was dran machen. Mhm. Wenn wir jetzt da dran gehen und da ist irgendwas, dann haben wir den schwarzen Peter. Mhm. Und du kriegst also immer nur ausweichende Antworten. Ich kann verstehen, dass man solche Durchhänger hat. Ich kann das absolut gut verstehen. Vor allen Dingen, wenn es dann wieder schlimme Phasen gibt, wo du die Wände hochgehst vor Schmerzen und wenn du die Situation in der Familie siehst. Dennoch möchte ich wirklich sehr, sehr, sehr an dich appellieren, Rainer, nicht aufzugeben, denn das wäre ein Aufgeben. Das wäre ein Aufgeben nach, ich sage es jetzt mal ganz provokant, nach nur 2 Jahren. Ich könnte schwören, dass es irgendeinen Weg in deinem Fall gibt, wo man dir helfen kann. Und ich würde so froh sein und mich so freuen, wenn vielleicht auch durch diesen Auftritt hier in der Sendung irgendjemand auf dich aufmerksam geworden ist oder einen Tipp hat und wir das natürlich gerne an dich weitergeben würden. Vielleicht irgendein Arzt, vielleicht schaut es irgendjemand zu, der selbst Therapeut ist oder Chirurg ist oder ich weiß es nicht was. Mhm. Das gab es schon einige Male. Ich will hier keine großen Hoffnungen machen, aber manchmal ist durch so ein Talk hier schon einiges in die Wege geleitet worden, oder? Ja klar, in so Situationen, da genügt man einem mitunter schon 1% einer Chance, um sich dran zu klammern. Ja. Da möchte ich dich so sehr darum bitten, dass du diesen 1% siehst. Dass du irgendwann sagst, vielleicht in ein paar Jahren, mein Gott, wie gut, dass ich das damals nicht gemacht habe. Wie gut und wie dankbar bin ich, dass ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, solange irgendwo ein Fitzelchen Chance besteht und wenn man dann sogar noch eine liebe Frau an der Seite hat und Kinder, muss man auf die Zähne beißen und nach vorne gucken. Gut, aber bitte verzeih, dass ich das als Gesunder zu dir sage. Verzeih, nee, weil ich kann es nicht. Ich weiß, ich kann deine Schmerzen nicht nachempfinden. Aber nee. Dennoch sage ich es dir. Mhm. Ich sag's dir auch mit dem Hintergrund dessen, was ich hier schon so oft gehört habe. So beeindruckende Krankengeschichten, wo Leute wirklich völlig am Ende waren und dann doch nochmal es versucht haben und dann hat's geklappt. Und dann die ein paar Jahre später mit mir gesprochen haben und mir dann sagten, wie glücklich ich bin, dass ich das damals so gemacht habe. Na ja, klar, du hast ja doch einiges durch deine Sendung. Und kriegst dann auch die dementsprechenden Rückmeldungen. So, und wenn jetzt irgendjemand auf dich aufmerksam geworden ist, auf deinen Krankheitsfall und eine Idee hat, wo du, Rainer, hingehen könntest, wo man dich optimal behandeln könnte, wo man das mit den Kosten vielleicht auch irgendwie hinkriegt, bitte faxt uns oder schreibt uns und wir reichen das natürlich an den Rainer weiter. Das verspreche ich dir, Rainer. Ich danke dir, Jürgen. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meinem Psychologen reden? Wäre eventuell nicht schlecht. Fände ich auch. Johannes heißt er, mein Psychologe. Mhm. Du legst bitte auf und der Johannes ruft dich an. Alles klar, Jürgen. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke dir. Tschüss. Reinhilde, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Reinhilde. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, du hast am Montag deine vorletzte Anruferin. Ja. Und zwar hat die behauptet, ich würde meinen Kindern den Tod wünschen. Ja. Ich habe also echt gedacht, ich werde nicht mehr, wie ich das gehört habe. Das war die Geschichte, wo es auch um das kleine Kind ging. Genau. Also ich hatte die Schwiegertochter am Telefon. Genau. Die Schwiegertochter hat mir erzählt, vielleicht wiederholen wir das nochmal kurz, dass Nachwuchs gekommen ist, ein kleines Mädel, ja. 9 Monate alt, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und die Schwiegermutter, also du jetzt, angeblich verbreitet hättest, dass ihr eigener Sohn sich an dem kleinen Kind vergeht, dass da ein sexueller Missbrauch stattfindet. Das ist überhaupt nicht wahr. Und ich weiß nicht, wie sie auf sowas kommt. Ich habe die Frau seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Mhm. Das hat sie erzählt. Sie hat erzählt. Meinen Sohn habe ich gesehen. Mhm. Mit der Kleinen, wo sie auch behauptet hat, es stimmt nicht. Aber es stimmt. Sie lag im Krankenhaus mit der Galle irgendwas. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Aber Achim ist zuerst alleine bei meiner Tochter in Senden gewesen. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt. Ich sage, Achim, kannst du die Kleine nicht mal holen? Ich möchte sie gern mal sehen. Ja, dann ist er gegangen und kam 20 Minuten später mit der Kleinen wieder. Mhm. Aber sie behauptet, ich würde lügen. Im Gegenteil, ich hätte ihre Freundin erpresst, um Bilder von der Kleinen zu kriegen, also die Fronten, damit ich weiß, die Fronten, wie sie aussieht. Die Fronten schienen mir äußerst verhärtet zu sein. Zwischen dir und der Schwiegertochter. Nur, ich weiß nicht, was ich der Frau getan habe. Ich weiß es. Hast du zufällig unsere Sendung gehört am Montag?
Ja, ich habe die gehört. Ich sehe deine Sendung jede Nacht. Und fielst du wahrscheinlich aus allen Wolken, als plötzlich deine... Ich bin wirklich aus allen Wolken ja. gefallen. Jetzt, Reinhilde, ich lese jetzt gerade hier bei mir, dass die Nicole, nämlich deine Schwiegertochter, dass die auch zugeschaltet ist. Ist das so? Hallo Nicole? Domian. Hallo Nicole. Ja, das ist nett, erstmal, dass sie mich zurückgerufen hat. Ja. Weil ich habe dir ja gesagt, am Montag, wenn ich kurz dazwischenfunken darf, ja. dass mir das an das... sag ich mal, dass mir das am Herz gegangen ist, was da los ist, dass ich die Fehler bei mir gesucht habe, das habe ich ja auch gesagt, und dass ich mich nicht fehlerlos freisprechen will, um Gottes Willen. Aber diese, ich sag jetzt mal Reinhilde, die Reinhilde, ja, die hat diese Dinger gerissen. Ich weiß es aus sicheren Quellen, so, ich weiß es von der Frau Jung, von dem Jugendamt selber. Genau, jetzt wollen wir mal bei einem Fall bleiben. Nämlich den ich am gravierendsten fand. Ja. Du, Nicole, sagst, dass Reinhilde, die jetzt auch über uns zugeschaltet ist, die deine quasi deine Schwiegermutter ist, dass die herum erzählt hat, dass dein Freund, dein Mann, dein Freund, mein Verlobter, genau, dass dein Verlobter euer Kind, welches 9 Monate alt ist, sexuell missbraucht habe. Richtig. Das hast du gesagt, das käme aus der Ecke von Reinhilde. Richtig. Reinhilde sagt, das ist völliger Blödsinn. Ja, ist es aber nicht. Ist es aber doch. Reinhilde, ich will dir nichts Böses. Ich habe am Anfang habe ich mich mit dir super verstanden, sei ehrlich. Gut, jetzt lass das uns bei dem... Das sag ich auch nicht. Nicole, lass uns bei dem Fall bleiben. Woher genau weißt du, dass diese Beschuldigung von Reinhilde kommt? Kann ich dir sagen. Erstens weiß ich es daher, diese Freundin, die sie angesprochen hat, kann ich Namen nennen? Nicht unbedingt, nein, das finde ich gut, nicht so. Ja gut, diese Freundin, die hat unter mir gewohnt. Mit der hatte ich eine Zeit lang, sag ich mal, so eine kleine Streitigkeit. Und die hat mir nachher selber erzählt, dass sie, nee, erst hat sie einer Nachbarin erzählt, dass sie mit der Reinhilde beim Jugendamt war, zusammen. Und das überhaupt nicht wahr. Und ja, dass Reinhilde dieses beim Jugendamt geäußert hat. Ja, dann habe ich gesagt, das will ich erst wissen. Komischerweise, einen Tag später, Domian, stand das Jugendamt bei mir wirklich vor der Tür. So, und jetzt ist die ganz entscheidende Frage. Hat das Jugendamt bezeugt, dass Reinhilde das gesagt hat? Sie hat mir bezeugt, ich habe gesagt, das kann nur von einer Person kommen, weil sie hat mit Sachen argument, also mir gegenüber gesagt, die nur in der Familie bekannt waren. Dennoch möchte ich wissen, hat das Jugendamt gesagt, okay, dieses kommt von Reinhilde so und so? Aber sie hat gesagt, von der engeren Verwandtschaft. Okay, das ist ja ein Unterschied. Ja gut, aber es kann... Man muss ja vorsichtig sein mit solchen Vorwürfen. Damit kann man Menschen ja wirklich fertig machen. Und wenn Reinhilde Darf ich was dazu sagen? Ja, bitte Reinhilde. Ich habe diese Frau Jung, das ist eine vom Jugendamt, ich kenne die auch. Und zwar hat es in unserer Familie, also in meinem Kreis, meine Kinder sind zum größten Teil alle sexuell missbraucht worden. Was auch aktenkundig ist, die Täter sind auch verurteilt worden und. Mhm. Und diese Frau, der habe ich am 18. Januar 1996 meine beiden jüngsten Töchter anvertraut, in dem Glauben, sie tut sie in eine psychosomatische Kur, weil es hieß, meine beiden Jungen hätten die beiden Mädchen angepackt. Mhm. Und da habe ich gesagt, hört mal, meine Kinder sind jetzt mittlerweile so weit gestört, die können schon nicht mehr unterscheiden, wenn die Jungen mit Aber da ging es nicht um die Enkeltochter. Nein. Aber da habe ich diese Frau das letzte Mal gesehen vom Jugendamt. So, das seitdem habe ich die nie wieder gesehen. Das ist eine Aussage. Das stimmt. Das ist eine Aussage. Nicole, ich wäre an deiner Stelle auch wirklich sehr vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ja, du sagst, da war die Nachbarin und die hat der wieder was erzählt und die ist mit der dahin gegangen. Ich bin ja daraufhin kam das Jugendamt zu mir. Ja, aber solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Reinhilde das geäußert hat, darfst du das auch nicht ihr vorwerfen. Aber woher weiß denn dann komischerweise, dass das ist das Wesentliche gewesen, was mich zu Reinhilde gebracht hat? Mhm. Woher wusste die ganzen Daten, unter anderem auch diese Freundin da, die Reinhilde auch kennt, ich will jetzt keinen Namen nennen, wusste die das alles? Also müssen die sich getroffen haben und müssen zum Jugendamt gegangen sein. Ich bestreite nicht, dass ich die getroffen habe. Und zwar ist es so, ich bin mit von meiner anderen Tochter, der Freund, Reinhilde, bin ich beim darf ich dich Amt fragen? Gewesen.
Ah ja. Mhm. Und da kam diese Frau auf mich zu. Ich wusste noch nicht mal, wer das war. Die schrie über die Straße, hallo, hallo, sind Sie die Mutter von Achim? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja. Mhm. Und ja, und dann hat die mir einiges erzählt. Aber ich bin nie mit dieser Frau beim Jugendamt gewesen. Hast du dieser Frau denn auch einiges erzählt aus eurer Familie? Nein, die hat mir erzählt. Aber dann, wiederum, Reinhilde, ist die Frage berechtigt von Nicole, woher haben die diese Informationen? Ich weiß es nicht. Ich weiß konnte es mir wirklich nicht. Reinhilde, ich will dir nichts böse, ich will das klären, weil es geht hier um meine Tochter. Ja, meine Tochter wird behandelt hier super gut. Die hat es gut, die ist gut ernährt, alles, ja. Und das Jugendamt stand bei mir und wollte mir mein Kind wegnehmen. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Das brauchst du mir nicht zu sagen. Das ist ein schlimmes Gefühl. Aber ihr beiden, genau, ihr beiden, vielleicht seid ihr richtig in eine Falle getappt. Und dass irgendjemand da zwischenhängt, den wir jetzt noch gar nicht benennen können, der dafür verantwortlich ist. Und zwischen euch beiden ist jetzt Zwietracht gesät. Das kann sein. Erstens, und zweitens, mein einer Sohn will noch nicht mal mehr mit mir reden. Das ist aber nicht wegen mir nur, ne? Da muss ich dazu sagen. Aber weißt du, wie eine Mutter sich fühlt? Reinhilde, das kann nicht verantwortlich gemacht zu werden, was man überhaupt nicht gemacht hat. Absolut. Dein Sohn, also der Vater des kleinen Kindes, über das wir gerade gesprochen haben, der Verlobte von Nicole. Hast du zu dem Sohn ein gutes Verhältnis eigentlich früher gehabt? Ja. Liebst du deinen Sohn? Ja, sicher. Du liebst und respektierst deinen Sohn. Und warum, darf ich kurz was fragen? Warum hast du, Reinhilde, und jetzt sei bitte ehrlich, warum hast du, nachdem wir in der Wohnung ausgezogen sind, in Wuppertal, da hast du angerufen auf unser Handy und hast gesagt, dass du den Tod uns wünschst. Warum? Das ist nicht wahr. Reinhilde, bitte. Das ist so. Nicht wahr. Doch, Reinhilde. Das ist natürlich nachdem du das erzählt hast im Haftbefehl. Nein. Aha, also das können wir jetzt überhaupt nicht klären. Reinhilde sagt nein und Nicole sagt ja. Es ist schwierig, klar. Das ist nicht wahr. Gut, das ist jetzt auch noch ein anderer Fall. Der erste Fall ist nun wirklich sehr, sehr dubios mit dem Jugendamt und der Anzeige. Man weiß nicht, wir können das nicht klären. Ich bin ja deswegen weggezogen, Domian. Jetzt will ich mal nach vorne gucken. Wäre denn letztendlich euch beiden nicht daran gelegen, dass ein friedliches Einvernehmen wieder herrscht? Reinhilde. Wärst du bereit, es sind jetzt viele Sachen passiert, es sind Anschuldigungen gefallen, die dir wehtun. Ob sie nun zu Recht gefallen sind oder zu Unrecht gefallen. Wenn sie zu Unrecht gefallen sind, tun sie dir besonders weh. Wärst du bereit, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, im Sinne der Familie, im Sinne des Enkelkindes, lass uns nach vorne gucken und lass uns versuchen, miteinander auszukommen. Wärst du dazu bereit, Reinhilde? Normal ja, aber im Moment ist so viel vorgefallen, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht nur das. Nicole hat mich auch in Sennen bei der Polizei angezeigt. Ich würde denen hinterherziehen, obwohl ich nur meine Kinder besucht habe. Nein, Moment. Also, das ist angezeigt wegen der Haftbefehlsache, Reinhilde, die du zwei Mädchen aus Sennen bei Kirmes erzählt hast und die mir das erzählt haben und Achim. Moment, das ist ja wirklich Wahnsinn. Nicole, jetzt gibt es noch eine Anzeige. Du hast also Reinhilde angezeigt. Richtig. Also bei euch ist aber auch. Weil ich hier angeblich hinterhergezogen bin. Bei euch ist aber auch wirklich. Bei euch ist aber auch wirklich alles kaputt, wie sich das anhört. Ich kann ja sagen, den ersten Satz, den ich hatte gegen Reinhilde, bin ich ganz ehrlich, wo sie mich rausgeschmissen hat, wo ich schwanger war. Das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, so, hier und nicht weiter. Mhm. Ich habe dich nicht rausgeschmissen. Du musst berechnen. Ihr Lieben, Punkt. Ich ziehe den Vorschlag zum Frieden zurück. Ich habe den Eindruck, dass das so kaputt ist und so verfahren, dass es, glaube ich, am klügsten wäre, zuerst mal wirklich einen Schnitt zu machen und Sendepause zwischen euch beiden. Damit ihr beide etwas zur Besinnung kommt. Was ich noch dabei Weil ihr seid ja, ihr geht euch ja nur in die Haare im Moment. Also was ich noch dabei sagen muss, es ist nicht so, dass ich Achim jetzt grundsätzlich das verbiete. Achim macht das auch von sich selber aus, ne? Gut. So ist es nicht. Gut. Nicole, aber ich glaube, dass du auch eine sehr vitale Frau bist und auch nicht so ganz ohne, ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ohne Fehler bin. Eben. Um Gottes Willen. Eben. So, und jetzt wäre es ja nicht immer wieder aber. Das ist ja grauenhaft. Ja, es ist nein, es ist doch schrecklich, wenn zwei Streitparteien da sind und die hacken auf sich ein. Ihr werdet euch auf diesem Niveau niemals einigen miteinander. Ihr werdet euch nur gegenseitig noch mehr verletzen und noch mehr wehtun.
Jetzt verhaltet euch doch wie erwachsene Menschen. Seht doch ein, dass ihr im Moment nicht miteinander könnt. Ja, das ist doch ein. Das ist traurig genug. Dann lasst euch ganz einfach ganz in Ruhe, beide Parteien. Ja. Lasst mal ein Jahr vergehen. Und dann sollte einer von euch die Größe haben, zu sagen, ich reiche die Hand. Frieden. Aber so geht es nicht. In diesen ständigen Anschuldigungen kommen wir nicht weiter. Nein. Und im Moment ist auch einfach zu viel passiert. So, ne? deswegen lass uns nicht noch was Neues aufrollen. Ne? Nee, eben. Wir sagen ganz das einfach wollte mal, ich auch nicht. Und deshalb meine ich auch, es ist erstmal besser, wenn man sich ganz in Ruhe lässt. Gut. Obwohl, ich habe nie angefangen, da irgendwelchen Streit zu suchen oder so. Ich habe mich also immer nur gewehrt. Keine neuen Anschuldigungen. Du hast gesagt, Nein, will ich auch nicht. Ja, du hast gesagt, es reicht aus. Du hast gesagt, es wäre klug, erstmal ein bisschen Gras über die Sachen wachsen zu lassen. Okay, Nicole, auch einverstanden? Ja, natürlich. Moment, nicht weiter. Dann würde ich sagen, genauso verabschieden wir uns jetzt. Ohne jedes weitere Wort. Gut. Und in der großen Hoffnung, dass ihr vielleicht in einem Jahr oder in einer gewissen Zeit zusammenkommt. Ich würde es euch wirklich von Herzen wünschen. Ja? Danke. Alles Gute euch beiden, alles Liebe. Ja, und tschüss. Viel Erfolg noch weiter für deine Sendung. Danke, Reinhilde. Tschüss. Tschüss. Elli ist bei mir. Halt, hier ist sie. Hallo? Ja, Elli, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Mein Problem ist, ich habe einen Freund, der ist 10 Jahre älter als ich. Ja. Ist verheiratet und hat 2 Kinder. Aha. Ist also in einer festen Beziehung. Ja, genau. In festen Händen. Ja, schon sehr lange, ja. Und wie lange hast du diesen Freund schon? Noch nicht so lange. Also das sind jetzt ein bisschen mehr als 6 Monate. Also ist kurze Zeit, aber ich sag, ich habe mich halt verliebt und wer hat denn wen da angemacht? Er dich? Du ihn? Mehr ich. Mehr du? Mhm. Wusstest du schon vorher, dass er verheiratet ist? Wusstest du nicht? Nein. Hast dann aber, nachdem du das erfahren hast, auch nicht von ihm abgelassen. Du hast weitergemacht. Offensichtlich. Da war ja schon mehr passiert. Also weil er auch mitgemacht hat. Ja, genau. Vermutlich, ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich das, dass nichts gelaufen ist und dass ich das dann erst erfahren hatte, sondern da ist schon was passiert und dann habe ich das erst erfahren, aber dann war schon zu spät. Ja, ich will dir auch gar keine Schuld dazu sprechen, weil das ist ja sein Ding. Er ist ja verantwortlich für sein Handeln, auf was er sich einlässt und so weiter. So, aktuelle Problemlage ist, du bist groß verliebt, aber der Mann ist verheiratet, hat 2 Kinder, ist in festen Händen und du bist das 5. Rad im Wagen. Ja, das Problem ist aber auch, ich hätte auch gern, also ich liebe ihn. Und ich weiß aber, dass er sich von seiner Frau nicht trennt. Also das hat er mir auch schon so gesagt, also dass er sich jetzt nicht von seiner Frau einfach so trennt. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt von ihm verlangen. Ich meine, wir sind sehr lange zusammen, also sie sind jetzt 11 Jahre verheiratet, die haben sehr jung geheiratet und ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, okay, Schatz, wir sind jetzt 6 Monate zusammen, jetzt trenn dich mal von deiner Frau. Er weiß ja gar nicht, wir haben nicht zusammen gelebt, bei uns läuft ja alles sehr harmonisch. Wenn wir uns sehen, dann, wir streiten uns ja nicht. Wir genießen ja die Zeit, die wir, sag ich jetzt mal, zusammen verbringen können. Ist das eine Liebesbeziehung im klassischen Sinne oder eher eine Sexbeziehung, was ihr habt? Nein, eine Liebesbeziehung. Also das geht nicht nur um Sex. Wenn wir uns sehen, das ist nicht so, dass wir jedes Mal miteinander ins Bett springen. Ah, ja. Schon, dass, also wir haben schon regelmäßig unseren Sex, aber nicht nur. Das heißt, du würdest sagen, er ist durchaus auch in dich verliebt. Es ist nicht nur so, dass du sagst, ich bin in ihn verliebt. Nee, ich weiß, dass er mich liebt. Er liebt mich, ja. So, und nun? Ja, du, ich möchte gern auch ein Kind und da fängt das Problem an. Nur langsam, mein Gott, die Mädels so früh mit ihren Kindern. Du bist auch mal gerade erst 22 und du bist gerade mal erst 6 Monate mit ihm zusammen. Da sollte alles ein Thema sein, aber nicht ein Kind, Mensch. Aber ehrlich, auch selbst wenn er, wenn die Verhältnisse ganz normal wären und er frei wäre, würde ich sagen, dieses Thema bitte noch ein bisschen verlagern. In 1-2 Jahren können wir darüber reden, aber nicht jetzt. Ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sofort sage, in 1 Monat oder 2 Monaten, ich setze jetzt meine Pille ab und ich möchte jetzt unbedingt sofort jetzt ein Kind haben. Nur es ist, ich liebe ihn ja und es ist ein Thema, auch dass ich irgendwann mal auch mal ein Kind möchte. Ich fände viel mehr, ich will dir sagen, Elli, ich finde viel mehr ein Thema, nicht, dass du ein Kind haben willst, im Ernst, sondern ich fände viel nachvollziehbar, wenn du sagen würdest, ich will eigentlich mit dem Typ richtig zusammen sein, ich will mit dir eine Beziehung führen. Ja, aber da habe ich ja keine Möglichkeiten für. Ja, aber ein Kind, also, aber ein Kind willst du vielleicht haben von dem. Ja. Ach, so weit gehst du, dass du sagst, ich würde bereit sein, von dem schwanger zu werden, ohne mit ihm zusammen wirklich zu sein.
Finde ich auch bescheuert. Ehrlich gesagt, ehrlich. Also, es gibt doch nichts Schöneres letztendlich auch für ein Kind, wenn es aus einer intakten Liebesbeziehung kommt. Ja, natürlich. Kümmere dich doch erstmal, regel doch erstmal deine Beziehungsangelegenheiten und gehe dann einen Schritt weiter und überlege, ob du schwanger werden möchtest und nicht umgekehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass mit diesem Schwanger, das war jetzt nicht sofort, dass ich jetzt sagen würde, in ein paar Monaten oder so möchte ich jetzt unbedingt schwanger werden. Also so war das jetzt nicht gemeint. Also du beklagst dich auch gar nicht darüber, dass er nicht von seiner Frau weggehen will. Da lebst du mit, oder wie? Ja, was soll ich denn machen? Also für mich ist das, für mich ist das sehr schwierig. Ich habe mich in ihn verliebt, ich liebe ihn nun mal, aber ich kann ihn ja nicht dazu zwingen und jetzt sagen, jetzt trenne ich von deiner Frau. Die sind schon so lange zusammen, die haben zwei Kinder. Ja, natürlich, aber ich kann dir vorhersagen, das ist ja alles noch so frisch, das sind 6 Monate. Da kann man sich vielleicht auch noch in diese Rolle hineinfügen. Aber wenn du dich noch weiter in ihn verlieben wirst und das noch intensiver wird, gefühlsmäßig, wenn wir beide uns in einem Jahr wieder unterhalten, ich könnte schwören, wirklich schwören, dass du völlig unzufrieden bist und sagst, ich halte das nicht mehr aus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich raus aus der Beziehung? Soll ich ihm mehr Druck machen? Ich möchte nicht immer nur die Nebenwelt von meinem Freund sein. Ich will auch die Hauptperson sein. Und deswegen würde ich jetzt an deiner Stelle sagen, lass mal dieses ganze Thema Kind zur Seite, sondern guck mal, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt. Und guck erstmal, wie du das aushältst. Oder vielleicht entwickelt sich ja sogar etwas zu dir oder zu euch hin. Und dann im Frühling oder weiß ich, im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres, man kann ja keine Zeit nennen, aber irgendwann im nächsten Jahr, wie dein Herz dann sich anfühlt, wie du dich fühlst. Ich wundere mich, dass du das gar nicht thematisierst, weil wenn ich richtig verliebt in jemanden wäre und der wäre in festen Händen, wäre ich traurig erstmal. Ich bin ja auch traurig. Ja, und ich leide ja auch darunter. Ja, und aus der Traurigkeit. Ich könnte jetzt auf der Stelle anfangen zu heulen, weil ich einfach total unglücklich bin. So, und ist die Frage, wie lange du das aushältst. Was soll ich denn machen? Gar nichts kannst du machen erstmal. Aber dennoch hat man ja Gefühle. Und nach einer gewissen Zeit explodieren die Gefühle. Und man ist voller Sehnsucht und voller Zorn auf den anderen. Weil man möchte ja Nummer 1 sein. Und man kriegt das Gefühl vermittelt, du bist maximal gleichwertig, aber du bist nicht die absolute Nummer 1. Aber mich hat ja jetzt doch sehr stutzig gemacht, dass du sofort mit dem Kind anfingst. Ja, nein, das mit dem Kind, das war ja jetzt auch nebensächlich. Das habe ich jetzt vielleicht falsch rübergebracht. Ja. Also es war nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt in 2-3 Monaten oder einem halben Jahr ein Kind haben. Es ging wahrscheinlich auch um die Perspektive, ne? Ja, genau. Mhm. Ich liebe ihn und das wäre also schon der Mann, wo ich mir das auch vorstellen könnte, von ihm ein Kind zu bekommen. Aber jetzt nicht das Hauptsächliche. Ich glaube ja. Das ist so meine Auffassung, dass auf eine lange Dauer das nie funktioniert, dass man in so 2 Beziehungen drin hängt. Von seiner Seite aus jetzt oder von meiner? Nee, letztendlich von deiner Seite aus. Mhm. Ich meine, für ihn ist es natürlich wunderbar. Wenn beide. Ja, er hat so ein blaues Leben. Auf der einen Seite ist er bei mir, auf der anderen Seite geht er zu seiner Frau nach Hause. Genau, er hat im Prinzip 2 Frauen, lässt es sich gut gehen. Ne? Ich glaube, dass einer immer oder eine immer auf der Strecke bleibt. Und ja, aber ich bin ja die Doofe. Ich sag mal so, er ist so, ja mit ihr tagtäglich zusammen. Solange sie es nicht. Nur 2 oder 3 Mal eine Woche, wenn ich Glück habe. Und das nur für ein paar Stunden. Solange sie es nicht weiß. In dem Moment, wo sie Bescheid weiß, steht sie genauso unter dem Frustdruck wie du irgendwann. Aber das traut er sich ihr wahrscheinlich nicht zu sagen, ne, dass es dich gibt. Ja, sie ist das alte Lied. Das wäre das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Ich kann ja schlecht zu der Frau. Ich habe die Rufnummer von zu Hause. Also ich habe auch die Rufnummer direkt von zu Hause von ihm. Ja, nee, das kannst du nicht machen. Aber ich würde sowas zum Beispiel niemals machen. So meine Freundin hat auch schon gesagt, ja, dann ruf doch da an. Ich würde sowas aber niemals tun. Das muss er tun. Das muss er wirklich tun. So, ich würde ja niemals dahin gehen und der Frau sagen, ja, hör mal zu, ich habe schon ein halbes Jahr eine Affäre mit deinem Mann. Ich würde jetzt sagen, du beobachtest mal weiter eure Sachlage und dich vor allen Dingen selbst, wie du damit zurechtkommst, gefühlsmäßig. Und hau bloß irgendwann auf den Putz, das ist dein gutes Recht. Der Knabe hat nicht das Recht, 2 Frauen nebeneinander laufen zu lassen und eine davon weiß es nicht mal. Wenn, dann soll er auch mit offenen Karten spielen. Ich würde an deiner Stelle mir das eine Weile noch angucken und dann würde ich sagen, hier Junge, also so nicht. Ellie. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Unsere Ellie, Mann. Patricia.
23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Patricia. Du hast doch noch einen Thorsten da neben dir, ne? Das sehe ich hier. Das steht hier. Aber der flüchtet gerade, der traut sich jetzt nicht mehr. Na gut, reden wir beide erstmal. Ja, nee, der ist jetzt gerade echt abgehauen. Die feigen Karls, ne? Ja. Also, ja, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Also, ja. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Ja. Und dann wollten wir halt heute mal das erste Mal miteinander schlafen, aber wir kennen uns schon ziemlich lang eigentlich. Und wie lange seid ihr jetzt offiziell ein Paar, so für euch? Zwei Wochen. Ach, wie süß. Ein ganz junges Paar. Und heute Abend sollte der erste Sex stattfinden? Ja. Oh weia, da ist irgendwas schiefgelaufen, sonst würden wir jetzt nicht telefonieren, oder? Ja, was heißt schiefgelaufen? Also es ist eine ganz komische Situation, in der habe ich noch nie gesteckt halt, ne? Also ich muss da jetzt immer noch drüber lachen, das ist mir auch so, ich weiß nicht. Spann mich nicht auf die Folter, was ist passiert? Also wir waren halt so ein bisschen bei der Sache, also auch vorher mit Vorspiel und so und dann sollte es halt passieren und waren wir auch gerade dabei und ich kam mir dann halt vor wie gerade beim richtigen ersten Mal und hab angefangen zu zittern und plötzlich, weiß ich nicht, kullerten mir so ein paar Tränchen über die Wange und ich konnte dann nicht mehr. Das war irgendwie so ganz seltsam. Also die Tränchen rollten über die Wangen vor Erregung und Beeindruckung und weiß ich was. Vor tiefem Gefühl. Ja, das würde ich eher sagen. Ne, kann man so sagen, vor tiefem Gefühl. Ja, genau. Und danach war es dann vorbei, oder wie? Dann konnte ich nicht mehr wirklich. Und er war völlig irritiert, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Er war richtig liebevoll, hat mich in den Arm genommen und dann gesagt, ja, ist alles in Ordnung und ich soll mich da bloß nicht schämen und das fand er auch irgendwie süß. Aha, und, ja. Also er hat schon kapiert, dass es um ein tiefes Gefühl ging. Er hätte ja sagen können, was ist los? Irgendwie hast du Schmerzen oder weiß ich was, bist du traurig plötzlich oder so. Er hat's kapiert. Ja, aber ich dachte erst so, oh Gott, der denkt bestimmt jetzt, ich bin voll die Bekloppte oder so. So, ja, genau. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, das war mir erst ein bisschen peinlich und dann hat er mich halt ja quasi getröstet und ich war noch irgendwie 10 Minuten später noch so am Zittern und irgendwie, keine Ahnung. Und das war's dann? Und das war dann der erste Sex? Euer erster? Ja. Ach, da bin ich doch beruhigt. Ich dachte schon, wer weiß, was passiert ist. Ja, nichts Schlimmes, aber ich habe dann echt gedacht, ich müsste jetzt echt mal bei Domian anrufen, weil das Witzige war, wir haben dann gleich den Fernseher angemacht und ich gucke dich eigentlich fast jede Nacht. Ja. Und dann habe ich mir so echt überlegt, so, hey, jetzt müsste ich echt mal Domian anrufen, der lacht sich bestimmt kaputt. Nee, ich lache, ich finde es eigentlich auch nett. Ich finde es eigentlich auch eine tolle Sache, eine tolle Aktion. Ja, das hatte ich auch vorher überhaupt noch nicht. Das ist einfach, das ist irgendwie hat es auch was Rührendes, finde ich. Es hat so was Tiefes. Ja, finde ich schon. Ich finde es weder schlimm noch albern oder irgendwie. Eigentlich finde ich es völlig okay und zeigt doch nur, wie tief du empfindest und offensichtlich, wie sehr ihr verliebt seid, ihr beiden. Oder? Also von meiner Seite auf jeden Fall. Ja. Seiner nehme ich auch mal stark. Ja, und vor allen Dingen, wie er darauf reagiert hat, das zeigt mir auch, dass er sehr verliebt ist in dich. Und dass wahrscheinlich die Innigkeit jetzt nach dieser Aktion noch größer, viel größer ist als vorher. Obwohl ihr gar nicht richtig miteinander geschlafen habt. Ne? Ja, also er hat ja auch gesagt, das würde mich nur noch liebevoller machen. Siehst du, so meine ich es doch. Genau so meine ich es. Naja, ich dachte mir halt erst so, Gott, was mache ich hier? Ich komme mir vor wie 16, so, oh Gott. Nee. Ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Erfahrung hätte und dann auf einmal so, keine Ahnung. Wenn ich ganz indiskret fragen darf, wie viele Männer hattest du schon vorher? Muss ich das beantworten? Nein, musst du nicht, Aber du kannst noch an zwei Händen abzählen. Gut, also du bist keine Jungfrau mehr. Nee. Nein, das musst du aber nicht sagen. Ich finde es sehr nett. Und ich glaube, wir alle sind jetzt gerührt und denken, wie süß die beiden. Und das ist die allerbeste Grundlage für den nächsten Anlauf, da wirklich sehr intensiven und guten Sex zu haben, glaube ich. Ja, schön. Und der Thorsten ist weggelaufen, der Feigling. Das ist so richtig im Auge. Ja, gerade eben hat er noch mit ihrem Kollegen gesprochen. Ja. Und ganz locker eigentlich. Ja. Und dann meinte er so, wenn die jetzt anrufen und mich ans Telefon verlangen, nee, dann bin ich weg. So ist es. Ja, so ist es, wenn man auf die Männer... allein in sauren Apfel beißen, sozusagen. Aber ich hoffe, er war gar nicht so sauer.
Nein. Du bestellst, schönen Grüße. Ja. Und werdet ihr jetzt die Nacht miteinander verbringen oder geht jetzt der eine und die andere nach Hause? Nee, wir werden noch die Nacht miteinander verbringen. Ist doch wunderbar. Ganz ähnlich. Ja. Und wer weiß, was heute Nacht oder morgen früh noch passiert. Wir werden alle an euch denken. Ja, das ist lieb von euch. Patricia, danke. Ich gratuliere zu der tollen neuen Liebe. Danke. Und hoffe, dass sie lang anhält und wünsche alles Liebe und Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Liebe Grüße an dein Team. Mache ich, richtig aus. Tschüss. Danke, tschüss. Nicole, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Nicole. Was ist denn dein Thema? Bei mir geht es um Folgendes. Und zwar habe ich momentan ein paar Probleme, mit denen ich nicht ganz weiß umzugehen. Das fängt an bei dem, dass mein Vater alkoholabhängig ist. Mhm. Meine Mutter ist tablettensüchtig. Mhm. Das sind halt schon Punkte, die mich ziemlich belasten eigentlich in meinem Leben momentan. Beide sehr lange schon in diesen Krankheiten, in diesen Süchten. Also ich kenne meine Eltern nicht anders. Ach so, du bist aufgewachsen mit so Alkohol- und tablettensüchtig kranken Menschen. Ich sag's mal so, also mir ist eigentlich nie aufgefallen, so als Kind oder auch als Jugendliche. Ich meine, da hatte ich andere Sachen im Kopf eher. Aber jetzt gerade in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren ist mir halt extrem aufgefallen, weil ich es halt einfach anders wahrnehme inzwischen. Mhm. Ich das halt einfach ganz anders sehen kann und... Wann ist dir denn, ich meine, wenn man in so einer Familie aufwächst und nie gar nichts anderes kennt, hält man das ja für normal. Wann ist dir denn begreiflich geworden, wann hast du es kapiert, dass die Eltern letztendlich schwer angeschlagen sind und krank sind? Also ich würde sagen, bei meinem Vater, als ich so in die Pubertät gekommen bin, also so mit 12, 13 oder so, habe ich das halt irgendwie angefangen zu realisieren. Mhm. Und habe halt auch einfach ihn darauf angesprochen, weil es mich irgendwo angewidert hat mit einer Zeit. Weil er viel auch zu Hause getrunken hat oder besoffen nach Hause kam? Eigentlich nur daheim. Also er kommt nie besoffen nach Hause oder er ist auch nie betrunken. Ich meine, ich mag es immer, wenn er was getrunken hat. Aber ich meine, das ist ja eh regelmäßig, sehe jeden Abend. Ist das ist dann ja noch eher sichtbar und bemerkbar als wahrscheinlich die tablettensüchtige, abhängige Mutter, ne? In ihrer Sucht. Wie hast du das bemerkt? Das weiß ich eigentlich auch schon immer. Es ist so, meine Mutter, die nimmt also bestimmt schon seit 15 Jahren Schlaftabletten, ohne die sie auch gar nicht mehr schlafen kann. Mhm. Es ist halt der Punkt irgendwo, dass ich halt inzwischen mir sage, ich möchte halt schauen, wie meine Eltern... Ich habe dich jetzt nicht verstanden, Nicole. Die Leitung ist ein bisschen... Ich habe gesagt, ich möchte halt inzwischen nicht zuschauen, wie meine Eltern sich selber kaputt machen. Weil irgendwo... Ich lieb's ja trotzdem. Ja, ja. Wohnst, und wenn ich das halt so sehe... Klar. Wohnst du zu Hause noch? Ja, ich wohne noch zu Hause. Und bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch eine ältere Schwester, die ist 3 Jahre älter. Sieht die das ist ausgezogen vor einem Dreivierteljahr. Ja. Sieht ihr das Problem auch so und bedrückt dir das auch so sehr? Ja. Habt ihr denn, ihr seid ja nur erwachsene Leute, ihr Mädels, habt ihr denn intensiv so in den letzten Jahren mit den Eltern gesprochen und ihnen den Spiegel vorzuhalten versucht? Und versucht schon auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei meinem Vater habe ich es momentan, oder was heißt momentan, ja, eher schon aufgegeben, weil irgendwo, ich möchte es halt nicht, aber ich merke halt, dass ich absolut nicht rankomme. Mhm. Also wenn ich von dem Thema anfange, da bricht daheim eine riesen Diskussion aus. Mein Vater schmeißt mich entweder aus dem Zimmer. Also er sieht es gar nicht ein, dass er Alkoholiker ist? Vor mir oder vor irgendjemand anderem auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich meine, wenn er selber ein Problem hat, muss er marken, das ist so. Ich glaube, das hast du auch schlechte Karten, irgendetwas zu bewirken, wenn er das selbst nicht mal einsieht. Er muss das selbst einsehen und auch kapieren, dass er so krank ist. Und das ist immer der ganz schlimme Schritt für die Angehörigen, dass man irgendwann, glaube ich, loslassen muss und die Angehörigen noch tiefer sacken lassen muss. So schlimm das ist und das Herz blutet dabei, damit die selbst kapieren, dass sie so schlecht dran sind, dass es ihnen so mies geht, um dann wiederum bereit zu sein, sich helfen zu lassen und initiativ zu sein, auch in eine Klinik zu gehen, zu einer Entziehung. Du kannst die nicht dahin schleifen. Wie ist die Situation denn mit der Mutter? Ist die denn zugänglicher für das, was ihr sagt? Ja, bei ihr schon eher. Also ich spreche sie auch direkt darauf an. Und sie ist eigentlich schon so, sie hat inzwischen schon den Schritt gemacht, da sie zum Arzt gegangen ist und hat es mit Akupunktur versucht. Das hat eigentlich auch funktioniert, dass sie wenigstens die Tabletten reduzieren konnte. Mhm. Bloß momentan fängt sie wieder an, die gleiche Dosis zu schlucken wie vorher.
ich bin nun kein Arzt und kein Psychologe, aber ich, also mein Laienverstand sagt mir, wenn die Frau über 20 Jahre unter Umständen, kann man das so ausdrücken, schwerst tablettenabhängig ist, ich glaube nicht, dass da Akupunktur hilft. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dann ein Klinikaufenthalt vonnöten ist, wo man vielleicht auch mit Akupunktur arbeitet. Ja, es ist auf jeden Fall so. Wir haben auch schon bei dem pharmazeutischen Hersteller angerufen, haben da gefragt, haben mit der Ärztin gesprochen, haben alles. Mhm. Aber da geht einfach nichts nach. Also es ist halt so, die sagen einem alles das Gleiche, mhm. aber es kommt einfach niemand, der sagt, okay, ich spreche mit ihr oder ich helfe ihr oder... Mhm. Es sind halt momentan einfach so Punkte, mit denen ich halt einfach nicht klarkomme, weil ich halt einfach das Gefühl habe, ich stehe momentan an einem Punkt, mhm. wo ich helfen will, aber wo ich merke, es geht überhaupt nicht mehr. Ich glaube, wie gesagt, dass eigentlich beide Elternteile in eine Klinik müssen. Und zwar wahrscheinlich sehr lange in eine psychosomatische Klinik müssen. Das kann man bei deinem Vater wahrscheinlich vergessen, solange er das nicht selbst will. Und bei deiner Mutter besteht ja eine gewisse Hoffnung. Das bedeutet allerdings, dass sie auch einen guten Arzt hat oder einen Ansprechpartner, der ihr das vielleicht auch nochmal vermittelt und letztendlich auch organisiert und einfädelt. Hm. Ich meine, da könntest du ja vielleicht behilflich bei sein, wenn das mit dem jetzigen Arzt nicht so das Optimale ist, dass du einfach einen guten Arzt suchst, nee, überhaupt nicht, ja. zu dem sie gehen kann und der dann alles Weitere dann auch für sie in die Hände nimmt, wenn sie es will. Ja, schon klar. Natürlich muss sie es wollen, aber ich habe halt das Gefühl, dass sie halt einfach auch Angst davor hat. Und ich weiß halt nicht, wie ich ihr sowas nehmen kann. Nicole, alle Leute, die suchtkrank sind, haben natürlich immer Angst vor Klinikaufenthalt, vor Psychologe oder Psychiatern und Therapien. Da kann man in einer gewissen Weise vielleicht einwirken und ein bisschen reden und denen versuchen, die Angst zu nehmen. Aber auch das ist so ein Punkt. Die müssen selbst mit der Angst fertig werden. Die müssen den Schritt durch die Tür zum Therapeuten machen. Und zwar eigenständig. Da kann man vorher so ein bisschen helfen und sagen, pass auf, letztendlich kann das nur für dich von Vorteil sein und man kann gut zureden und so weiter. Aber sie muss reingehen. Hm. Ja, schon klar. Ich weiß halt jetzt, wie gesagt, mit dem momentan nicht umzugehen. Es kommen dann noch ein paar andere Sachen, die mich einfach... Ich glaube natürlich, dass es für dich eine schlimme Situation ist als Kind, dass man eine Verantwortung fühlt und man sieht die Eltern ins Messer laufen und man möchte etwas unternehmen. Das verstehe ich schon gut. Aber ich glaube, der Radius, in dem du agieren kannst, ist relativ eng. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Mhm. Dass er dir noch mal ein paar Tipps gibt, vor allen Dingen bezogen auf deine Mutter, weil die ist ja empfänglich. Wie du sie vielleicht geschickt irgendwo in eine gute Ecke noch locken kannst, von der aus sie dann selbst weiter agiert und sich Hilfe sucht. Super. Ja, alles klar. Mein Psychologe vielen heißt Johannes, danke. Der ruft dich gleich an, du legst bitte auf. Okay, super, danke schön. Alles Gute, tschüss. Danke schön, Domian, tschüss. Schon mal der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir wieder eine Themennacht und morgen heißt das Thema gegen meinen Willen. Passt auch ganz gut, glaube ich, zu dem, was wir gerade gehört haben. Ich möchte mit Leuten reden, die gegen ihren Willen, also wenn ihr irgendetwas gegen euren Willen schon mal gemacht habt oder tun sollt demnächst, es vielleicht massiven Druck von außen, von Menschen oder von einem Menschen gibt oder gab, dann ruft mich morgen an. Erzählt mir, was vielleicht daraus geworden ist, als ihr Dinge getan habt gegen euren Willen, weil andere es so wollten und wie ihr euch heute fühlt und wie ihr heute damit umgeht. Das ist das Thema morgen, gegen meinen Willen. Die Biene ist jetzt hier, 37 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, hallo Biene. Ich habe ein großes Problem. Erzähl. Meine Mutter wurde heute beerdigt. Ja. Und sie lag 14 Jahre im Wachkoma. Und ich war seit 10 Jahren nicht mehr dort. 14 Jahre im Wachkoma? Ja. Was war denn da passiert vor 14 Jahren? Es war ein Ärztefehler. Sie hatte eine Thrombose. Mhm. Und kam ins Krankenhaus und die Ärzte hatten sie dort vergessen. Und nach 20 Minuten wiederbelebt. Und das war dann zu spät? Ja, das war zu spät. Ja. Ja. Und dann ist die Frau 14 Jahre im Wachkoma gelegen? Ja, und sie ist dann gestorben, ne? An was? Vor zwei Wochen. An was ist sie? Heute beerdigt worden. Ja, an was ist sie jetzt letztendlich dann gestorben? An dem gleichen Thema, wie es vor 14 Jahren war, an einer Thrombose. Hm. So, jetzt sagst du, das ist vor 14 Jahren passiert und du hast die letzten 10 Jahre nicht besucht. Ja, habe ich nicht. Warum nicht? Ich konnte es nicht. Ich war die ersten 4 oder 5 Jahre dort, mhm. habe sie besucht und die hat sich so verändert. Mhm. Es war so furchtbar.
sie war so entstellt. Mhm. Es war, sie konnte sich nicht mehr bewegen. Mhm. Sie hatte die Arme verkrampft, die Beine verkrampft, den Kehlkopf rausgeschnitten. Das war so schlimm, das war gar nicht mehr meine Mutter. Biene, eine ganz kleine Bitte eben. Könntest du dein Radio ganz leise drehen oder ausstellen oder das Fernsehen ganz leise drehen? Habe ich schon. Ja, okay. Mhm. Ja. Also sie war gar nicht mehr deine Mutter, sie war ganz entstellt. Der Kehlkopf, sagst du, war rausgeschnitten? Ja, der war rausgeschnitten aus dem Grund, weil wenn jemand im Koma liegt, der kann sich nicht mehr bewegen und sie konnte dann auch nicht mehr selber atmen, dann war haben sie den Kehlkopf rausgeschnitten. Ne? Das ist ja war ein Loch im Hals, war furchtbar. So dass du das Gefühl hattest, das ist nicht die Frau, die ich mal lieb gehabt habe. Das Nee, ich habe sie immer lieb gehabt, so war das nicht. Das war einfach nur... Ja, aber ein anderer Mensch irgendwie ist. Ja, es war einfach nur, ich hatte sie verloren. Mhm. War sie da für dich quasi schon gestorben damals? Ja. Mhm. Ja. Und jetzt, wo sie wirklich gestorben ist? Jetzt ist sie wirklich tot. Und jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich so lange nicht mehr dort war. Mhm. Hast du ihr damals, als du dieses Grauen gesehen hast, ich meine, 4-5 Jahre hingehen ist ja nur auch schon was. Und ja, war die so Frau, schlimm, ja. Die Frau ist völlig verfallen und voller Schläuche wahrscheinlich, der Kehlkopf ist rausgeschnitten. Ja, und dann hat sie die Augen immer so gedreht, das war so schlimm. Hast du damals gedacht, mein Gott, würde die Mama doch sterben? Ja, immer. Immer? Immer, ich habe mir es immer gewünscht, dass sie stirbt. Immer. Mhm. Hast du mit den Ärzten gesprochen, dass man vielleicht irgendwas unterlassen sollte, damit sie sterben kann? Nein, die Ärzte, die haben immer gesagt, nee, das tun wir nicht, weil die Ärzte, die müssen ja immer zum Leben beihelfen, ne? Das machen die nicht. Aber es war damals schon definitiv klar, dass die Mutter nie wieder aufwachen wird? Ja, es war schon klar. Weil ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, so ganz definitiv, aber die Wahrscheinlichkeit kann man schon ausdrücken, glaube ich. Ja. Jetzt hast du ein ganz schlechtes Gewissen, dass du 10 Jahre nicht da warst. Ja, ich fühle mich ganz arg scheiße, Domian. Ehrlich, ich fühle mich richtig schlecht. Und heute schon bei der Beerdigungsfeier, wo die ganzen Verwandten gekommen sind, da, wo die so zu uns gesagt haben, ja, warum seid ihr nicht gekommen, meine Schwester und ich. Ja, aber was hätte man denn machen sollen? Gab es denn andere Leute, andere Verwandte, die sie besucht haben die ganzen Jahre? Ja, meine Tante. Die Tante, die ist hingegangen? Ja, die ist immer hingegangen und die hat auch immer zu uns gehalten. Und diese 10 Jahre, als du nicht hingegangen bist, hast du öfters an sie gedacht? Ich habe jeden Tag an sie gedacht. Ich habe einen Altar errichtet in meinem Schlafzimmer mit Kerzen. Die Kerze brennt auch jetzt. Ich habe immer an sie gedacht, jeden Tag. Und ich fühle mich... Ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die Wachkoma-Patienten als Verwandte haben. Das ist ganz arg schlimm. Ich möchte jetzt auch sehr vorsichtig sein mit meinem Urteil. Ja. Im ersten Moment habe ich gerade auch gedacht, wie kann sie das denn gemacht haben? Ja. Wie kann sie denn die Mutter 10 Jahre nicht besucht haben? Ja. Andererseits muss man vorsichtig sein zu urteilen, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Und du hast ja gerade gesagt, dass deine Mama so nah bei dir war, in deinem Herzen, immer, dass du immer an sie gedacht hast, dass dein Altar aufgestellt war. Andererseits sagt man ja auch immer, man weiß ja nicht, was diese Wachkoma-Patienten doch noch mitbekommen. Ja. Sagt man ja. Ob was dran ist, weiß ja keiner. Dann kann man natürlich sagen, wenn es auch mir noch so schwer fällt, dahin zu gehen, ich muss das für den kranken Menschen tun. Vielleicht freut er sich, wenn ich ihm mal die Hand anfasse und streichel oder irgendetwas tue. Domian, ich hätte mir das gar nicht getraut zu machen. Ich hatte so eine Angst. Die anzufassen? Ja, das war so schlimm, weil es einfach nicht mehr meine Mutter war. Ne? Die, das ist vielleicht das Schlimme, was ich jetzt sage, es hören jetzt auch viele Leute, aber es war so makaber, wenn ich dort war. Es war so. Weißt du, vielleicht ist die Schuld ganz woanders zu finden, nämlich in unserer Medizin und in unserem Recht. System, dass man solche Menschen am Leben erhält so lange und sie nicht in Würde sterben lässt, sondern sie in Unwürde dahin vegetieren lässt. Vielleicht ist da die Hauptschuld zu suchen und gar nicht bei dir. Wenn du jetzt gesagt hättest zu mir, ich habe die vergessen, meine Mama, dann würde ich nicht freundlich mehr mit dir sein. Dann würde ich sagen, ich habe sie nie vergessen. Ich habe den Altar aufgebaut und habe die Bilder und die Kerzen und ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du mir das jetzt nicht, 14 Jahre lang oder 10 Jahre lang. Wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest mit diesem Altar, dann hätte ich gesagt, eigentlich, du hast zu Recht ein schlechtes Gewissen.
Aber ich glaube, dass deine Mama das versteht, wenn du es ihr erzählen könntest und wenn du es ihr erklären könntest. Ich hoffe es. Denn es ist ja vielleicht viel, viel wichtiger noch, dass man im Herzen bei jemandem ist, der eigentlich gar nicht mehr da ist, als dass man irgendwo immer hingeht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt ist unsere Sendung vorbei, liebe Biene. Schade. Mein Psychologe ruft dich nochmal kurz an gleich, ja? Ja, okay. Tschüss. Danke. In der Technik Michael Jansen, bis morgen. Tschüss.